Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe kürzlich von einem Pfarrer gehört, der dafür bekannt war, dass er im Eingangsgebet immer irgendetwas gefunden hat zum Danken. Egal wie schwierig das gerade war in der Gemeinde oder in der Welt. Er fand immer einen Grund, um Danke zu sagen. An einem bestimmten Gottesdienst war die Gemeinde gespannt. Draußen regnete und stürmte es. Vielleicht noch ein bisschen mehr als heute. Das Kirchendach wurde allmählich von den Wassermengen eingedrückt. Kleine Wasserströme rannen die Wände hinab. Im Saal war das eisekalt. Das Licht war schon ausgefallen. Und die Gemeinde wartete gespannt, was wird der Pfarrer heute wohl sagen? Der Pfarrer stieg auf die Kanzel und begann zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass nicht jeder Tag ist wie dieser heute. Ja, wir feiern heute Erntedank. Ich muss sagen, ich finde es ein unheimlich schönes Fest. Ich liebe das Erntedankfest. Wir erinnern uns daran, was wir empfangen haben. So viele gute Gaben. Und auch wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die mühsam sind und die nicht gut sind, ja, die gibt es. Aber heute wollen wir mal bewusst auf die Dinge schauen, die gut sind. Erntedank als Einladung zum Feiern, als Einladung zur Freude. Erntedank als Einladung zur Dankbarkeit. Wir werden still für ein Gebet. Himmlischer Vater, wir haben viel Grund, um dir dankbar zu sein. Du schenkst uns so viel Gutes in unserem Leben. Und wir dürfen Teil deiner Barmherzigkeit und deines Segensflusses sein in dieser Welt. Wir loben und preisen dich. Amen. Wir hören Gottes Wort zur Predigt und ich lese uns aus dem Neuen Testament, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Der Abschnitt ist überschrieben mit: Gott gibt, damit wir geben können. Hier schreibt der Apostel Paulus: Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in der Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Jesus Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Bis hierher der Predigttext von heute. Die christliche Gemeinde in Korinth ist versammelt. Sie feiern Gottesdienst. Und der Gemeindeleiter hat gerade den neuen Brief des Apostels Paulus vorgelesen.
Nun ist er gerade bei Kapitel 9, das, was wir gerade eben gehört haben. Der Apostel bittet darum um eine Geldspende für die Gemeinde in Jerusalem. Die Christen dort leiden unter Verfolgung. Viele von ihnen haben alles verloren. Sie haben große Not und brauchen Unterstützung. Und es geht Paulus nicht nur um Geld, sondern auch um ein Zeichen der Verbundenheit. Spendenaufrufe sind nicht leicht. Wie formuliert man sie, damit auf der einen Seite kein Druck entsteht, aber damit auf der anderen Seite das Anliegen auch rüberkommt, die Not deutlich wird und Menschen motiviert werden, zu geben? Predigten über Geld sind nicht so häufig. Aber wenn ich mal schaue, wie oft Jesus über Geld gepredigt hat, dann sehe ich, das war eines der Themen, über das er mit am meisten gesprochen hat, das Thema Geld. Wenn ich die Worte des Apostels Paulus noch so in mir nachklingen lasse, bin ich berührt. Worte wie volle Hände und reiche Ernte, Herzen, fröhliche Geber, großzügig und beschenken, Liebesdienst, danken und immer wieder danken. Wow, das klingt positiv und das macht mich neugierig. Dazu ein erstes. Gott will zuerst nichts von uns, aber etwas für uns. Gott will zuerst nichts von uns, sondern etwas für uns. Dazu gebraucht Paulus das Bild von Saat und Ernte. Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. In der Landwirtschaft oder im Garten leuchtet uns das ein. Wenn der Bauer wenig Samen aussät, kann er auch nur wenig Ernte erwarten. Aktion und Reaktion. Und dass dies auch bei uns und unserem Geld so sein soll, das finde ich spannend. Der Apostel macht eine Dynamik im Reich Gottes deutlich. Wenn wir geben, wird nicht nur der Empfänger gesegnet, sondern auch der Geber selbst. Wer wenig von seinem Geld weitergibt, der wird auch wenig zurückerhalten. Und wer gerne und großzügig von seinem Geld gibt und teilt, der wird auch viel Segen zurückbekommen. Das ist eine Grunddynamik im Reich Gottes. Geben ist seliger als nehmen. So sagt es der Apostel Paulus an anderer Stelle. Und ich komme gleich noch einmal auf dieses bekannte Wort zurück. Wahrer Reichtum und Zufriedenheit zeigen sich nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, in welchem Haus wir wohnen oder welches Auto wir fahren. Nicht mehr haben ist das Ziel, sondern geben und teilen. Natürlich sparen wir unser Geld und gebrauchen es auch für uns. Und das ist auch in Ordnung so. Nur das Motto der meisten Menschen heißt, wer mehr hat, ist glücklicher. Der Millionär Rockefeller wurde in einem Interview mal gefragt, Mr. Rockefeller, wann glauben Sie, wann haben Sie genug Geld? Und die Antwort, och, da gehen immer noch ein paar Millionen. Ja, wenn man schon mal so viel hat. Nach dieser Logik müssten die reichsten Menschen in dieser Welt die glücklichsten sein. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Der Schauspieler Jim Carrey hat einmal gesagt, ich würde mir wünschen, dass jeder reich ist und alles hat, was er braucht. Und dass er dann erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Er hat eine Ahnung, dass da noch mehr ist, was wir uns nicht kaufen können. Der Volksmund sagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Das meint ja, Geld gibt mir eine Sicherheit. Ich fühle mich versorgt, ich muss mir keine Sorgen machen. Aber spätestens seit dem großen Börsencrash 2007 bis 2009 wissen wir, wie wackelig der Finanzmarkt ist. Die Weltbörsen verloren im Durchschnitt die Hälfte.
Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren in dieser Zeit in Brasilien in der Mission. Und das Geld in der Mission war immer knapp, ist immer noch knapp. Und durch so eine Krise noch mal viel mehr. Und die Spenden wurden durch die Krise auch nicht höher. Das war schon eine echt knappe Zeit. Der Apostel Paulus erinnert uns Christen heute daran, dass wir dann zufrieden und glücklich sind, wenn wir reichlich und großzügig abgeben. Ein Geheimnis im Reich Gottes, da wo wir mit Jesus unterwegs sind. Gott will uns segnen und er will uns in die Freiheit führen, auch in die Freiheit von Geld und Besitz. Wir sollen nicht länger Sklaven des materiellen Besitzes sein. Ganz so wie König David in einem Psalm singt: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Gott will uns segnen und er lädt uns ein zu einem Leben, das geprägt ist von Vertrauen. Vertrauen darauf, dass er es gut meint mit uns und dass er uns gibt, was wir zum Leben brauchen. Deshalb, Gott will zuerst nichts von uns, sondern etwas für uns. Ein zweites, gelebte Gemeinschaft. Gelebte Gemeinschaft, darum geht es dem Apostel in seinem Brief hier. Ja, er hat die Not der Verfolgten und der armen Mitchristen in Jerusalem vor Augen. Und er will helfen. Er will helfen. Aber er möchte auch die Verbundenheit zwischen den Christen auf verschiedenen Kontinenten stärken. So heißt es auch in einem Segenslied: Keiner kann allein Segen sich bewahren. Wenn du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, wo wir schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Wenn wir geben, werden wir in Wahrheit nicht ärmer, sondern reich. Teilen und geben stiftet Gemeinschaft. Wollen wir dagegen alles nur für uns behalten und immer mehr, werden wir einsam. Ich spüre in diesem Text, es ist dem Apostel ein Herzensanliegen, diese Sammlung, ein Projekt der Solidarität unter den Christen. Und er bittet hier auch nicht nur um eine einmalige Kollekte, sondern schon in seinem ersten Brief schlug er vor, dass die Christen in Korinth jede Woche etwas auf die Seite legen, so viel wie sie eben können, bis es irgendwann mal abgeholt wird und überbracht wird in Jerusalem. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Auch unsere finanziellen Möglichkeiten, unsere Ressourcen kommen von ihm, sind sein Geschenk an uns. Und das anvertraute Geld ist nicht nur für uns, sondern eben auch, dass wir es weiterreichen an Bedürftige. Geben ist seliger als nehmen. Das soll Jesus selbst gesagt haben. Geben ist seliger als nehmen. Als der Apostel Paulus mit der Gemeindeleitung in Ephesus zusammen ist, erinnert er sie daran. Die gute Nachricht übersetzt diesen Satz mit: Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Wie hören wir Christen und Christinnen im wohlhabenden Deutschland diese Worte? Können wir zustimmen? Ja, so ist es. Eigentlich haben wir doch mehr als genug. Und wir könnten großzügiger sein mit dem, was Gott uns schenkt. Mehr spenden und mehr Geld haben für Menschen, die es brauchen. Oder ist uns eher nach Widerspruch zumute? Na, letzten Endes müssen wir uns doch alle nach der Decke strecken. Bei dem Stress auf der Arbeit, bei dem knappen Gehalt, bei der knappen oder mageren Rente. Doch Paulus will nicht, dass wir uns beim Geben überfordern. Und so schreibt er hier: Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vornimmt. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll es nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt, sozusagen aus einem schlechten Gewissen heraus. Denn Gott liebt fröhliche Geber. Mir ist in der Vorbereitung für die Predigt ein Bild gekommen. Wenn wir geben, treten wir ein in einen himmlischen Segensfluss. Wie ein Strom von oben empfangen wir Gutes und wir reichen es weiter. Und in allem wirkt Gott,
Wenn wir etwas empfangen, ist es Gott, der Herzen bewegt und der uns gibt. Und das haben wir in der Zeit der Mission häufig erlebt, dass Spenden gekommen sind. Und wir wussten, es ist Gott, der die Herzen bewegt. Und wenn wir anderen geben, ist es Gott, der unser Herz bewegt und der uns geben lässt. Ein himmlischer Segensfluss, durch andere zu uns und durch uns zu anderen. Und wir dürfen Teil davon sein. Gelebte Gemeinschaft, darum geht es dem Apostel Paulus hier in diesem Abschnitt. Gelebte Gemeinschaft zwischen Christen an verschiedenen Orten. Wenn Sie mal auf die Homepage unseres Bundes der Freien Evangelischen Gemeinde schauen, dann sehen Sie auch noch eine Nachricht aus dem Hochwassergebiet, jetzt vom vergangenen Sommer, und ein Video mit der großen Überschrift Danke. Wir haben sicherlich die Bilder noch vor Augen, was da passiert ist vor einiger Zeit, es ist ja noch nicht so lange her. Und es war viel zu tun und es ist immer noch viel zu tun. Aber die Gemeinden dort haben ein Video erstellt, um einfach zu sagen, danke, liebe Leute. Danke, dass ihr uns so vielfältig geholfen habt. Mit Spenden, mit Hilfe, das hat gut getan. Gelebte Gemeinschaft. Gelebte Gemeinschaft, auch hier bei uns, zur Ernte Dank. Zwischen denen, die Lebensmittel produzieren und Lebensmittel kaufen. Dass wir beispielsweise beim Einkauf nicht nur auf den Preis achten, sondern auch darauf, wie es produziert wird, woher es kommt. Obst, Mehl, Eier, Käse, Fleisch, möglichst aus der Region, möglichst saisonal, also je nach Jahreszeit, möglichst umweltfreundlich, möglichst fair gehandelt. Gelebte Gemeinschaft. Und dann noch ein letztes, was ich in diesem Text sehe. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Darin mündet das Spendenprojekt des Apostels, dass alle miteinander Gott danken. Die Christen in Jerusalem, die Gemeinde in Korinth und nicht zuletzt Paulus selbst, der die Kollekte organisiert. Gemeinsam Gott danken, das ist es, was das Erntedankfest ausmacht. Landwirte und Nichtlandwirte. Menschen vom Land, Menschen aus der Stadt. Miteinander Gott danken für das, was im Sommer gewachsen ist und das, was wir jetzt im Herbst ernten können. Wir sehen davon so viel hier vorne. Auch im übertragenen Sinne, denn dieses Jahr ist gar nicht einfach. Ich denke an die Pandemie und an viele Querdenker-Demos und Gewalt auf den Straßen. Ich denke an die Bundestagswahlen, politische Diskussionen, Spannungen und viel Polarisierungen. Ich denke an Afghanistan, den Abzug der NATO von dort und auch vieles, was uns privat beschäftigt. Nein, dieses Jahr ist gar nicht einfach. Aber ich finde es wichtig, dass wir nicht nur bei dem stehen bleiben, sondern dass wir auch den Blick auf das Positive richten, heute an diesem Tag. Auf das, was gelungen ist und auf das, was auch noch werden kann. Danke für das Gesundheitssystem, das wir haben und die Forschung gegen Corona und für die aktuelle gute Entwicklung. Danke, dass wir in einer Demokratie leben und in Freiheit wählen können und dass gerade auch viele junge Menschen sich wieder für Politik interessieren und wählen. Und zu Beginn haben wir ja sehr viel schöne viele Male Danke gehört, Dinge, wofür wir Danke sagen können. Ich fand das richtig cool und schön, dass wir das auch alles gehört haben. Wenn wir danken, erinnern wir uns an die Ressourcen, an das, was wir haben, an das, was unser Leben reich macht. Danken gibt ein Gegengewicht zur Sorge. Sorge können uns schon vereinnahmen und uns bedrücken. Aber wenn wir danken, dann kommen wir wieder in die Mitte. Das ist wie bei einer Waage. Wenn man zu viel auf die eine Seite raufpackt, dann geht die andere Seite hoch. Und ich finde es so wichtig, auch auf die andere Seite was zu legen, damit wir wieder in die Mitte kommen. Die Probleme bleiben trotzdem da, aber wir haben auch viel Gutes, Dinge, für die wir danken können. Und damit kommen wir wieder in die Mitte. Wenn wir danken, dann haben wir neue Kraft für eine neue Arbeit,
für eine neue Ausbildung, ein Studium, eine neue Wohnung, für neue Wege auch für uns als Gemeinde. Dankbarkeit als Lebenshaltung, das ist die Einladung des Erntedankfestes. Am Schluss unseres Predigttextes bin ich dann noch einmal gestolpert, da wo der Apostel Paulus schreibt, lasst uns danken für sein unsagbar großes Geschenk. Gottes unsagbar großes Geschenk. Was meint er damit? Er sagt es hier zwar nicht ausdrücklich, aber wenn ich mir den Zusammenhang seines Briefes anschaue, dann ist klar, hier spricht Paulus von Jesus Christus, dem großen Geschenk Gottes für die Welt. Ja, und mehr noch, in Jesus Christus schenkt sich Gott selbst. In den Worten und in den Taten von Jesus leuchtet uns Gottes Liebe auf, Gottes Barmherzigkeit. In Jesus Christus ist Gott uns zugewandt und er sagt ja. Er sagt ja zu ihnen, ja zu dir, ja zu mir. Gut, dass du da bist. Er sagt, hab Vertrauen und lass dich nicht erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Gott sagt ja. Das steht und darauf dürfen wir uns verlassen. Deshalb, Gott sei Dank. Ich möchte zum Abschluss kommen. Wird es reichen? Mag vielleicht ein verzagtes Herz unter uns noch fragen, ob es wirklich reicht, wenn wir geben? Ja, das reicht. Es reicht für alle. Es reicht zum Leben und es reicht zum Teilen. Wir brauchen nur zu ernten und weiterzugeben. Tief hineingreifen in unser Leben, zugreifen, Liebe nehmen und geben und aussehen. Ja, es reicht. Gott sei Dank. Amen.